Vorgestellt, Graveyard Keeper, Breaking Dead, ja, Version 1.1.2.4. Wir haben vor ungefähr einem Dreivierteljahr das schon mal angetestet. Ja, ich habe gedacht, ich guck mal da wieder rein, vielleicht hat sich da was getan. Laden wir mal unseren Spielstand. Wir haben damals einen, ja, wahrscheinlich Autounfall gehabt, sind mit unserem Handy über die Straße gelaufen, sind dann gestorben, haben unsere Geliebte verloren, wollen dahin zurück. Wir sind jetzt hier wieder drinne. Irgendwo ist Gary. Gary war ein Totenkopf, der uns sagt, wo es lang geht. Oder auch nicht, ne? Ja, wir müssen irgendwie gucken, dass wir zum Leuchtturm kommen. Und ja, was ist jetzt die Frage, ne? Wir haben ja ganz viele Dinge hier schon gemacht. Überall können wir was untersuchen. Platz für Holzscheite. Hier ist Platz für Steine. Und uns fehlt das alles. Was haben wir hier? Bauen. Was können wir denn da bauen? Garten entfernen ist gebaut. Keine Ahnung, keine Informationen. Weiterhin, wir schauen mal, oh, da gibt was mit F. Was ist mit F? Oh, F. Ach, da holen wir uns Wasser. Alles klar, einmal mit sauberem Wasser. Jetzt ist die Frage, wo wir das hinbringen. Haben wir denn Inventar? Ja, haben wir. Wo ist das Wasser? Da, einmal mit sauberem Wasser. Okay, wir haben Werkzeuge hier. Ja, hier müssen wir mal weiter gucken dann. Ich erinnere mich auch, dass wir irgendwie was mit der Werkbank hatten. Das Video habe ich mir mal angeguckt und da war das halt Grundstückbeanspruchung. Lesen. Der Garten, Grundstück beschlagnahmen für kommerzielle Anfragen. Bitte mit dem Taverneneigentümer Horatrick reden. Okay. Alles klar. Dann gehen wir mal. Jetzt ist die Frage, wohin, ne? Kommen wir da durch? Ne, kommen wir nicht durch. Kommen wir hier durch? Ne, kommen wir nicht durch, müssen wir halt darum gehen. Da sind Früchte am Baum, kann man die pflücken? Ne, kann man. Warte, da war was. F, was ist F? Stein abbauen wahrscheinlich. Ja. Dann holen wir uns doch mal Steine. Und jetzt haben wir Stein. Und irgendwo kann ich mich entsinnen, dass wir damals auch Steine brauchten. Achso, das war des Dingens. Aber ich weiß nicht mehr, wo das war. Hier kommen wir gar nicht raus. Das ist doof. Dann müssen wir da oben rum. Wir brauchten Stein. Ach so, Metall brauchten wir auch noch. Okay, das kriegen wir nicht. Das war irgendwo hier, ne? Da links ist es, glaube ich. War das hier, dass wir das brauchten? Fertigen. Wir brauchen Steine, haben wir. Und dann brauchen wir noch einfache Eisenstücke. Ja, fixe Korbzeit, Schrottzeit. Ja, okay. Dann gehen wir mal weiter. Und hoffen, dass wir irgendwann irgendwas finden, was wir gebrauchen können. Ist hier irgendwas zu holen? Nein. Ist da was zu holen? Oh, stopp. Ah, wir können auch hier Holz fällen, ne? Okay, da gibt es dann auch Holz. Irgendwelche Punkte gibt es da auch. Und das Holz. Achso, wir müssen dauerhaft gedrückt halten. Jetzt bauen wir da nochmal mehr Steine ab. Ja. Kann ich den bitte mitnehmen? Ah ja, jetzt hat das. Nehmen wir das Holz auch mit, aber ich weiß gar nicht, wo wir das lassen. Das ist jetzt die Frage. Ach, wir hatten da irgendwo so ein Depot doch, das war doch da oben, ne? Gehen wir doch da mal hin. Das war hier, ne? E verlegen. Gut. Und die Steine? So, das ist der Strauch, aber ich wollte auch die Steine loswerden. Platz für Steine. Ich habe doch Steine, oder? Platz für Steine. Aber irgendwie. Inventar. Ja, Fleisch. Nägel. Ein paar Eisenstücke. Da haben wir welche. Ja, keine Ahnung. Guck mal, hier oben gibt es noch mehr Technologien. Hartes Zeug, weiches Zeug. Okay, da sind wir schon mal vorne, oder? Ne, das sind wir noch nicht. Das. Ach, da können wir unsere Punkte umsetzen, die wir haben. 10 und 5, okay. Sanfter Metzger.
Hart nur weichen zurück, einen Fehler machst, ist gering. Ah, da verbessere ich mein Dingens hier, meine Skills. Ferne Haut, komm, das können wir auf jeden Fall machen. Da haben wir keine Punkte dann mehr für. Und das weiches Zeug, hartes Zeug, okay. Dann haben wir das schon erklärt. Das ist der Friedhofswärter, das bist du. Gary ist auch klar. Achso, da sind die Beziehungen zueinander wohl wahrscheinlich. Und das ist die Karte. Küchengarten, okay. Gut, dann würde ich jetzt sagen, checken wir gerade mal das F. Was macht denn der jetzt? Ah, das waren Stickies oder so. Ah, da gab es auch wieder Punkte für. Dann lass uns gerade nochmal gucken, ob wir noch, nee, 10 und 10 brauchen wir, okay. Und warte nochmal. Technologie, 10 und 10, 10 und 6 haben wir, weil wir brauchen das grüne Zeug noch. Keine Ahnung, wo wir es herkriegen. Wir gehen erstmal weiter und gucken, dass wir irgendwas finden, aber ich weiß noch nicht was. Hier ist auf jeden Fall ein Weg. Hier geht es ja irgendwo lang, da waren wir doch auch schon, oder? Weiß ich gar nicht mehr. Hier ist... Was ist hier? Lesen, Hexenhügel. Ah, da ist der Hexenhügel. Ah, da dürfen wir nicht lang, deswegen ist das sehr schade. Großinquisitors. Ja. Was ist da unten? Kann man da was machen? Okay, da ist jetzt hier kein Weg hin. Da unten ist Kohle oder was ist das? Kommt aber nicht runter, ne? Hier gibt es gerade keinen Weg, den ich da runter gehen kann. Da komme ich auch noch nicht mal durch. Was war hier? Kneipe oder was war das? Aha, das ist ein Bauer. Und jetzt? Okay. Dann bist du ja so schlimmer als diese beschlagene wandernde Händler. Okay. Stand ist mir suspekt. Mich mag ich überhaupt nicht. Okay. Jetzt, da du weißt, was ich von dir halte, können wir ins Geschäft kommen. Alles klar. Frage nach Landwirtschaft. Handeln. Was können wir denn handeln? Mehl können wir handeln, aber ich habe schon 100 Mehl oder was? Ne, das ist der Bauer und ich habe schon 15 Mehl. Die Gegenstände sind gesperrt, bis der Verkäufer Rang 2 erreicht hat. Kann ich jetzt das kaufen oder was? Weizensamen, Karottensamen, Kohlsamen, Mehl, Rübensamen, Ernteabfall, Karotten, Weizensamen. Kostet mich 9. Ich nehme mal einen, wenn es denn geht. Geht aber nicht, weil ich kein Geld habe. Alles klar. Angebot abbrechen? Ja. Tschüss. Das war's. Hat sich erledigt, mein Bruder. Reden wir mal. Ich muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse. Alles klar. Dann gehen wir weiter. Das ist hier der Bauernhof mit seinem Feld riesengroß. Da kann man nichts machen. Da wahrscheinlich auch nicht. Nö. Einfach nur eine Wegeslaterne. Wir schauen mal weiter, was hier noch so gibt. Da ist wieder ein Brunnen. Hier sind weitere Häuser. Und hier unten kann ich nichts machen. Hier auch nicht, da auch nicht. Hier geht nichts. Wie dunkel kann er sein? Was haben wir hier? Kann ich hier was machen? Nein, kann ich auch nicht. Geht nix. Aha. Da kann man eintreten. Dann gehen wir da mal rein. Ach, eine Gastwirtschaft, okay. Da ist der Schankwirt. Frage, wie du nach Hause kommst. Frage nach dem Garten. Ich habe ein Siegel. Ne, habe ich nicht. Handeln? Aber ich habe ja kein Geld, dann brauche ich auch nicht handeln. Ich habe einen verlassenen Garten in der Nähe des Friedhofs gefunden. Kannst du mir darüber was sagen? Okay, der Garten, der wurde vom Händler in Besitz genommen, um mir jetzt meine Schulden zu tilgen. Ich kann niemanden finden, der damit was anfangen kann. Ich könnte die Erlaubnis erteilen, den Garten zu benutzen. Wer sonst würde freiwillig in der Nähe des Friedhofs anbauen? Aha, du hast eine neue Technologie freigeschaltet. Blaupause, leeres Beet.
Klingt toll. Gut, aber du musst immer noch mit dem Händler reden. Das Grundstück gehört ihm. Okay, es ist nichts rechtens. Die einfach die Erlaubnis ohne seine Zustimmung. Aber meinetwegen ist es genug, wenn du alles weitere später mit ihm regelst. Na klar, rede mit ihm. Neue Aufgabe. Er kommt jeden... Keine Ahnung, was das wieder für ein Zeichen ist. Er kommt jeden... Um mit den Eimern zu handeln. Ihm gehört die Scheune südlich der Taverne. Okay, dann haben wir das erledigt. Reden wir mit dem. Ah, so ein Pech, nicht heute. Okay, der möchte nicht mit mir reden. Dann haben wir noch hier jemanden. Ist das dieser Dingens, der da... Okay, er hat schon schlechte Laune, verzieh dich. Okay, sie will auch nichts sagen. Gut, dann ist das hier gerade wohl erledigt. Oder können wir da oben noch irgendwas machen? Nee, ne? Ah, da ist auch ein Ausgang. Achso, da kann ich erst hingehen, wenn ich mit ihm, ne, freundlich gesonnen bin. Dann gehen wir da raus halt. Ich bin eine Wache im Dunkeln. Na, super. Na, dann geht nix. Gehen wir hier weiter. Da geht ein Weg da lang. Wer ist das da? Und der geht durch den Zaun, aber ich nicht. Das ist ja auch cool, oder? Ah, doch, das ging gerade. Aber jetzt komme ich nicht mehr hinterher. Schade. Okay, dann nicht. Dann gehen wir hier unten mal weiter gucken. Was ist denn hier so? Ein Balken. Was sagt die Wache? Der Weg in die Stadt ist versperrt. Da darf ich auch nicht hin. Alles klar. Du brauchst einen Passierschein. Okay. Dann ist es auch erledigt. Dann gehen wir hier rechts weiter, weil da ist noch ein Weg. Was haben wir hier? Noch ein Haus. Ist aber nichts zu holen hier. Tür ist geschlossen. Ah, da muss ich dann 80 Smileys haben. Auf Klo kann ich auch nicht gehen. Kommt man hier irgendwo hin? Sieht nicht so aus. Da unten ist Obst. Achso, da kann ich den Baum fällen. Da bin ich wieder da und kann dann... Ja, könnte dann... Nicht jetzt, okay. Ja, gucken wir oben rechts lang den Weg dann noch, oder? Da ist wieder eine Wache. Hängen geblieben. Okay, da geht der Weg hier lang. Was ist da los? Nix. Wahrscheinlich normale Häuser hier. Das ist was anderes. Da gehen wir mal hin. Was gibt's denn hier zu lesen? Frische Eier. Herstellen, Omelette herstellen, Spiegel. Du hast eine neue Technik freigeschaltet. Okay. Handeln? Aber ich habe kein Geld. Dann brauche ich auch nicht handeln. Alles klar. Reingehen geht nicht. Ja, was machen wir jetzt hier noch? Irgendwelche Ruinen hier? Kann man da was finden? Nein. Da kam tatsächlich einer raus. Dieser Typ muss verrückt sein. Denkst du, dass ich verrückt bin? Nein, sowas würde ich doch niemals denken. Ich versuche nur optimistisch zu bleiben und ich weiß, worauf es wirklich ankommt. Worauf denn? Hey, glaubst du, dass es das verstehen würde? Nein, Diego, das würde er nicht. Er kann es nicht sehen. Okay, dann sag ihm einfach irgendetwas anderes. Innerer Frieden, meine Gewürze und Süßigkeiten, darauf kommt es an. Süß wie Honig. Bring mir Honig und bringe dir bei, wie man einen Kuchen backt. Mhm, Kuchen ist klasse. Neue Aufgabe. Gut. Die Aufgaben haben wir jetzt schon zig bekommen. Der braucht Honig. Ich weiß nicht, wo man den kriegt. Ah, Wasser. Wenn Wasser ist, ist Leuchtturm in der Nähe. Leuchtturm sollten wir hin, oder wie war das? Leuchtturm. Steht da oben. Cool. Und da kann man in die Sterne schauen, oder? Geht aber nicht, darf ich nicht. Ist da was? Nein, ist da auch nichts. Da lang, dort lang. Da geht auch nichts. Jetzt habe ich einen Leuchtturm gefunden, kann aber hier nichts anfangen. Geht hier irgendwo was? Da unten lang. Hier ist ein Garten, sehr schön. Aber da kann ich auch nichts mit anfangen. Ist hier unten jemand? Hier ist niemand. Kann ich da durch? Wohl nicht.
Na, schade. Jetzt steht da einer. Der war doch vorhin noch nicht da, oder? Müssen wir schnell hin. Schauen wir, dass wir den ins Gespräch bringen, ne? Aber hier ist ja. Ne, jetzt geht es nicht. Ich dachte, man könnte wieder F drücken, aber das funktioniert nicht. Wo ist er? Da ist er. Hallo, Makrele, mein Junge. Nee, heilige Makrele, mein Junge. Du siehst aus wie jemand, der Teil der Zauberwelt der Fischerei sein will. Er weiß nichts übers Fischen. Dann ist heute dein Glückstag. Ich weiß meine Menge darüber. Es ist so entspannend und profitabel und außerdem sind Fische echt lecker. Na, bin ich aber dabei. Eine gute Wahl, mein Junge. Ich gebe dir alles, was du brauchst und bring dir bei, wie man Fische fängt und. Ja. Super, oder? Leuchtturmwärter. Was muss ich jetzt machen? Lerne, wie man Fische kocht. Also, wie bereite ich Fische richtig zu? Du kannst sie einfach grillen, aber ich schlitze sie lieber auf und brate die Hälfte in Öl an. Dann hast du Fischstäbchen, okay? Fischsuppe, Fischnuggets, alles da, super. Der Fischer muss Fisch essen, okay? Kannst du mir eine Angel geben? Na klar, Junge, ich habe noch eine alte Angel hier, aber die ist kein Geschenk. Bring mir Motten. Oh Gott, jetzt muss ich erst warten, bis wieder Nacht ist, um die Motten zu machen. Das ist ja echt der Hammer, oder? Bringe 6 Motten. Ich glaube, so viele Aufgaben, wie ich da jetzt gekriegt habe, wollen mir gar keine Sorgen machen, oder? Reingehen geht immer noch nicht. So, jetzt sind wir da wieder ein kleines bisschen weiter, aber nicht so wirklich. Ich hätte gerne einen Apfel aufgehoben, geht nicht. Motten gibt es nur nachts und wer weiß, wo ich die fangen kann, ne? Gibt es ja noch irgendwo so ein Inventarbuch oder sowas? Karte, Entwicklungstechnologien, das ist alles nix. Du musst zurück nach Hause und deine Frau kommen, das ist klar. Aktiviere das Portal auf dem Hexenhügel, rede mit dem Astrologen über das Portal. Hol dir eine Flasche Wein. Ach, das sind die Aufgaben hier. Erreiche 5 auf dem Friedhof. Bring 5 Honigtöpfe. Finde einen Stempel und verkaufe Horadrik Fleisch. Rede mit dem Händler am. Bringe 6 Motten. Alles das kann ich hier schon mal lesen, was ich machen kann oder machen muss. Ja, jetzt ist die Frage, wo, wie, was, ne? Wo kriege ich Motten her? Wo kriege ich die anderen Klamotten alle her? Was ist das hier? Da war doch gerade ein. Ach so, das war vom Baum her. Alles klar. Da könnte ich Bäume hacken. Nee, mit dem will ich jetzt nicht reden. Geht noch woanders was lang? Ja, der Weg geht noch weiter. Kann ich also auch noch da lang gehen. Ah nee, da geht's. Oh, da ist eine abgebrochene Brücke. Da geht's also nicht weiter. Ja. Sprinten geht nicht, ne? Ah, hier ist noch ein Weg hoch. Dann nehmen wir den mal. Mal schauen, wo wir da hinkommen. Da gibt es eine Brücke. Da kann man auch angeln, wa? Aber da brauche ich erst Motten. Okay. Ja, da ist jetzt nötig, dass ich eine Angel bekomme. Warte mal, da unten ist ein Feuer. Kann ich da was noch machen? Kochen. Brennstoff von Stöcken. Kochen. Brennstoff von Brennholz. Ich glaube, jetzt habe ich Holz wahrscheinlich verschwendet. Also dann tue ich das Holz daneben fällen. Alles klar. Keine Ahnung, was da Sache ist. Wir gehen weiter auf der Suche nach irgendwelchen Wegen, die hier Sankt-Nimmerleins-Tag enden. Hier ist bestimmt ein Strand oder sowas. Ja, das ist so. Aber hier ist nichts, ne, oder? Da geht noch ein Weg lang und da ist ein Geräusch zu hören. Aber ich habe keinen blassen Schimmer, was das war. Ich rieche etwas Leckeres und Rauchiges. Wenn du jemanden suchst, der die Hand liest, solltest du in der Stadt gehen. Okay. Du hast wohl alle verzweifelt, genug Geld zu verdienen, um sich wenigstens einen trockenen Laib Brot kaufen zu können. Okay. Da geht nix. Ach, das ist doch der Händler, oder? Was riecht hier so gut?
Das ist Kosai, oder? Das ist mein Kebab. Okay, ein altes Familienrezept. Bring mir ein paar gute Fischfilets und bring es dir bei. Okay, schon wieder eine Aufgabe. Läuft, ne? Gut, dann haben wir dieses Thema auch gerade erledigt. Hier kann man nichts machen. Geht es da oben irgendwo weiter? Ich glaube nicht, oder? Ja, da haben wir das Kartenende erreicht. Hier geht der Weg hoch, den wir vorhin verlassen haben. Und dann gucken wir mal. Oh, es wird dunkel. Das heißt, wir können vielleicht gleich mal irgendwann die Motten kriegen, ne? Was ist das für ein Ort? Dieser Pfad führt zur Burgfest. Der Weg ist versperrt. Ja, habe ich schon wieder gemerkt, ne? So, jetzt wird's dunkler. Die Burgfeste ist hier. Kann ich aber nichts machen, weil ich da nicht hochkomme. Ja, gehen wir mal hier diesen anspruchsvollen Weg durch die Wildnis. Da unten ist ein Schild. Da gehen wir doch mal hin. Ist aber nichts drauf, oder? Ne, kann ich nichts lesen. Schade. Darf man kein Holz fällen, stand da, ne? Ja, hier ist noch was. Dann reden wir mit dem mal. Hey, komm ja nicht auf die Idee, hier Bäume zu fällen. Nein, ich schaue mich hier nur um. Gut, ich bezahle diesem Dorf eine Menge für das Recht, hier die Bäume fällen zu dürfen. Das ist echt harte Arbeit, wenn ich doch nur eine bessere Axt hätte. Oh, jetzt muss ich dem eine Axt besorgen. Ich verdiene noch nicht viel Geld, ich hab's nicht einmal ein Haus. Ich kann dir ein altes Familienrezept beibringen. Pasta hält eine Ausdauer bei der Arbeit aufrecht. Neue Aufgabe. Bring eine Eisenaxt. Ja. Ich muss 1000 verschiedene Sachen bringen, aber irgendwie kriege ich es nicht geregelt, etwas davon zu beenden. Aber hier gibt's eine Windmühle, da steht schon wieder einer davor, da gibt's die nächsten Aufgaben dann. Hi, ich bin Tress. Ich bin der Friedhofswärter, schön dich zu treffen. Wenn du Holzmaterial brauchst, kann ich dir helfen. Für Steinkram musst du meinen Bruder Corki besuchen. Okay, handeln. Holzreparaturwerkzeug. Ach, das habe ich aber noch, ne? Aber das kann ich hier kaufen, sozusagen. Aber ah, vielleicht kriege ich dann ja mal, wenn ich was verkaufe, dann, ne? Da habe ich 17 Stück von. Ja, da gibt's 4 Taler für dann. Balken und Holzstücke. Okay, jetzt habe ich meinen ersten Taler verdient. So, und wenn ich da was haben will. Die Gegenstände sind gesperrt, wisst ihr. Na, okay. Ich kann ja auch mal 8 verkaufen, ne? Da wäre schon ein paar Taler mehr. Balken. Na, ich weiß nicht, ob ich die Balken Stückchen kriege. So, das weiß ich. Balken kann ich mich jetzt nicht entsinnen, ob ich die irgendwie kriege, ne? Ein Holzkeil. Holzreparaturwerkzeug. Was kostet denn das? Oh, 25. Da können wir ja nicht leisten, ne? Okay, dann war's das erstmal. Dann gehen wir mal nach Corki. Oder wie hieß der hier? Das ist er doch, oder? Handeln. Viel Spaß, Kumpel. Was hat er denn hier? Torf. Arbeitszimmer. Das kann ich kaufen. Brauche ich Torf? Arbeitszimmer nicht beendet. Fertige einen Komposthaufen. Ich kaufe mal einen. Ich weiß nicht, wofür es gut ist, aber ich kaufe einen. So, was haben wir denn hier noch so alles? Hm? Da ist nix. Da ist eine Axt, die können wir mal nicht benutzen. Was ist hier links? Da ist nix. Da ist auch nix. Hier ist eine Kiste, die ich aber auch nicht gerade irgendwie nutzen kann. Ist hier wer? Ja, nee. Reden, da, handeln. Was ist das denn für einer? Das ist ein Imker. Bienenwachs, nee. Honig brauche ich. 30, super. Da kann ich aber noch viel Holz verkaufen, dass ich das kriege. Eine Biene kostet 20. Okay. Irgendwer wollte Honig haben. Das bedeutet, ich muss da oben Holz verkaufen, weil da komme ich ja leicht dran, ne? Dann kann ich doch mal einen Baum fällen, ne? Was kriege ich denn da raus? Achso, das da. Jetzt kann ich auch noch die Wurzel rausholen, oder was? Jetzt habe ich das geholt. Jetzt gehen wir doch mal da oben wieder hin, zu dem Kollegen, der da war. Oh, nee, ich möchte nicht der.
folgen. Wo war das jetzt? Hier war das nicht. War es noch weiter oben? Oh, ich glaube, den spreche ich jetzt besser nicht an, ne? Wenn der das Holz sieht, dann kriege ich Ärger. Ey, jetzt machen wir hier Karte auf, weil sonst will ich mich verlaufen, oder? Wo bin ich denn jetzt hier? Kann ich das auch sehen? Camp, Dorf? Das Dorf? Da ist Holz, da ist Axt. Ich weiß aber nicht, wo ich bin. Das hätte ich jetzt noch gern gewusst. Ja, schade. Das ist eine Mühle. Der stand doch hier. Tür ist verschlossen. Okay, dann nicht. Oh, jetzt kommt Nebel auf. Das ist ja jetzt doof, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich hier weiterkomme. Wir haben Holz. Das bringen wir erstmal zum Lager. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Also auf dem Heimweg. Das ist die riesige Weizenfarm. Sind wir schon nach links gegangen? Ich glaube nicht, ne? Da unten ist irgendwas Kaputtes. Da ist der Hexenhügel, da darf ich nicht hin. Hier kommt jetzt gleich unser Lager. Da ist es. Wenn es denn unser Lager ist, ne? So, das haben wir abgelegt. Was kann ich jetzt hier machen? Kochen. Roter Wackelpunkt. Bärensaft. Kann ich alles nicht machen, weil ich kein Geld dafür habe. Kann ich öffnen? Was habe ich hier drin? Ach, da kann ich was weglegen. Fleisch. Nicht beendet. Ja, was machen wir jetzt hier, ne? Gute Frage. Was ist denn hier los? Eintreten. Und jetzt komme ich nach Gary oder wie war es? Nee, komme ich ja nicht. Blockierung, Objekt. Holzkeile brauche ich da. Die habe ich auch irgendwo schon eben gesehen. Und das mit dem Eisen wäre noch interessant. Aber hier komme ich nirgendwo weiter. Weil alles blockiert ist. So, dann gehen wir mal in diese Richtung. Was da? Steht da irgendwas dran? Da ist eine Laterne und das Schild. Handwerk. Vier Stein. Flusssand. Stein hätte ich noch. Oh, hier geht noch mehr Steine. Dann hole ich das mal. Okay, Stein gekriegt. Zwei. Das würde bedeuten, das wäre jetzt schon mal erledigt. Ich bräuchte jetzt noch den Flusssand. Aber den weiß ich nicht, wo ich den finde. Gehen wir mal zum Fluss, wenn da einer ist. Keine Ahnung wo. Hier ist bestimmt gleich wieder eine Schranke und dann geht wieder nichts. Geht doch. Aber hier ist eine Steinwüste. Was hier? Ah, da ist blockiert. Da braucht man das, um das freizuschaukeln. Alles klar. Hier ist noch was. Objekt zum Anfängen aufhören. Kaputter Bienenstock. Hier ist reparieren. Kann ich aber irgendwie nichts reparieren. Schade. Ja, da kommen wir hier nicht weiter. Warte mal, da konnte man was wegmachen. Sind das Bären, die ich kriege, oder? Ja, Bären sind das. Cool. Da oben sind nochmal Bären. Dann hole ich gerade die Bären, weil ich kann dann irgendwo einen Bärensaft machen oder sowas. Da sind nochmal welche und da oben sind auch nochmal welche. Gut. Jetzt habe ich auch viele Punkte gekriegt. Warte, wenn ich viele Punkte gekriegt habe, kann ich hier eine Technologie machen. Und das da? 25, aber ich mache das dann erst. Gut, läuft. Gibt es hier noch mehr Bären? Nee. Andere Seite noch was? Nicht wirklich, oder?
Oh, da ist ein Wasserfall. Aber das ist ein Fluss dann, ne? Oder? Dann kann ich da Flusssand kriegen vielleicht. 10 Stück brauchte ich, oder? Gucken wir mal da vorbei. Irgendwie doch nicht, oder? Gibt es hier irgendwas? Da ist eine kaputte Brücke. Balken habe ich, dann brauche ich noch eine Holzplanke und Nägel. Nägel habe ich auch nicht genug, geht also nicht. Ja, das ist doof, ne? Ist das hier der Friedhof? Ich glaube, das ist der Friedhof, genau. Können wir hier schon was machen? Ein Grab. Steine-Grabumrandung. Steinreparaturwerkzeug habe ich dann. Also muss ich die ganze Zeit drücken. Ich muss ja diesen Friedhof auch irgendwie schön machen, ne? Oder wie war das? Leiche. Ja, keine Ahnung, wie es geht, aber wir gucken mal. Steinumrandung. Jetzt haben wir kein Zeug mehr dafür. Alles klar. Gary ist hier drinnen, ne? Grabstätte, Blumenbeet. Ach, guck mal, da habe ich jetzt den Torf. Okay. Rote Blume fehlt mir aber noch zweimal. Okay. Läuft hier, ne? Muss man sagen, ne? Ja, da gibt es 1000 verschiedene Sachen. Hier gibt es auf jeden Fall einen Weg runter. Dann gehen wir doch mal hier irgendwo gucken, ob wir hier irgendwo noch was kriegen. Was ist das? Brauche eine Technologie. Okay, keine Ahnung, was für eine Technologie ich da brauche. Hier geht es nicht lang. Hier ist der Fluss, da ist die Brücke. Bringt also auch nichts. Flusssand komme ich dann wahrscheinlich auch nicht dran, ne? Gehen wir mal hier runter, ein bisschen weiter nach rechts, oder? Na, wir können ja mal auf die Karte gucken, ne? Das geht ja auch. Alter Friedhof, Leichenhalle, Küchengarten, Zuhause. Ja, so wirklich was bringen tut mir das jetzt gerade nicht so, ne? Da sind die Aufgaben, da sind die Technologien, die wir noch weiter sammeln müssen, das ist unser Charakter. Ja. Wir haben schon ganz viele Sachen, so ist nicht. Aber wir brauchen noch mehr. Gucken wir mal hier weiter. Oh, stopp, da kann man auch was machen. Aber wahrscheinlich nur Steine klopfen, ne? Ja, so sieht's aus. Aber wenn wir schon dabei sind, ne? Warum nicht? Ja, komm. Dann mach das auch noch zu Ende. Holen wir die ganzen Steine da gerade weg. Okay, da gab es ein paar Punkte für. Wofür es die grünen Punkte gibt, weiß ich nicht. Ich habe irgendwas gehört. Oh, da gibt es eine Leiche. Ah, das heißt, wir bringen die mal rein, ne? Ach so, Leichenhalle, da unten müssen wir hin, oder? Und auf den Seziertisch mit dem Ding. Und Autopsie machen. Und jetzt sind wir ja schon besser geworden. Jetzt kriegen wir mehr Sachen daraus, oder wie ist das? Das war jetzt nicht so das Ding. Leiche nehmen, mehr will ich nicht. Ja. Arbeiten. Da haben wir einen Punkt gekriegt. Knochen entfernen, ja. Unser Stamina geht da oben zu Ende, oder was? Auch geschafft. Fett können wir auch entfernen, da sind wir auch schon so weit. Jetzt müssen wir wahrscheinlich gleich schlafen oder so. Nicht genug Power. Ja, das heißt, wir gehen raus. Und machen zu Hause ein Nickerchen und ja, das ist dann der Punkt, wo ich sagen würde, sind wir erst mit der Folge durch. Ich gehe davon aus, dass wir schlafen müssen und wenn wir wieder geschlafen haben, dann können wir auch wieder was machen, ne? Alles klar. Checken wir das mal gerade noch. Aufwachen. Ja, genau so ist es.
Da kommt die Energie wieder zurück. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Runde dann weiter. Wenn nicht irgendwas dazwischen kommt, dazwischen bedeutet, wenn ich irgendwie noch ein neues Spiel vorstelle, dann würden wir das unterbrechen. Aber jetzt machen wir hier mal ein paar Folgen von weiter dann, wenn kein Nix kommt. Und dann schauen wir mal, wie wir zurechtkommen. Ne? Also ein bisschen will ich da wohl vor noch zeigen. Macht ja auch ganz viel Fehlt so zwischendurch. Ist wie so, ne, Egypt Old Kingdom. Und das hier ist auch so ein Casual Game. Ne? Alles klar, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und wenn ihr die Glocke anmacht, dann kriegt ihr eine Info, wenn ich das nächste Video hochlade. Alles klar, bis dann. Tschüss.